Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Heute ist es windig, ja, deswegen wackelt das Bild etwas. Ich arbeite ja nicht mit dem stabilsten Stativ. Mir ist gerade ein Einfall gekommen, so, ja. Der beschäftigt mich schon seit Monaten wahrscheinlich. Und zwar, kennen Sie den Unterschied zwischen Social Distancing und Physical Distancing? Nee? Ist das Gleiche? Nein, ist es nicht. In Australien haben sie jetzt den Leuten mehr oder minder verboten, über das Thema Impfen und alles, was damit zusammenhängt, zu kommunizieren. Das ist Social Distancing. Das bedeutet, ihr sollt nicht miteinander kommunizieren. Ihr sollt euch nicht treffen, ihr sollt nicht reden, ihr sollt nicht verstehen, ihr sollt nicht nachfragen. Ihr sollt einfach machen, was euch gesagt wird. Ihr sollt gehorsam sein. Social Distancing als Anordnung einer Regierung bedeutet nichts anderes, als ihr habt jetzt gehorsam zu sein. Ja? Physical Distancing dagegen würde dafür sorgen, dass man Abstand hält, dass man körperlich nicht miteinander in Berührung tritt, dass man sich keine Küsschen gibt, dass man sich nicht die Hand gibt, dass man einen Abstand hält von meinetwegen 1,5 Metern. Ja? So, das ist Physical Distancing. Diese Trolle, die diese Plandemie betreiben da draußen, ja, die haben aber Social Distancing gesagt. Ist das ein freudscher Versprecher? Ein freudscher Versprecher? Können Sie selbst mal drüber nachdenken. Ich denke, dass Sie das genau so gemeint haben. Wir sollen vereinsamen. Wir sollen jeder für sich alleine dahin vegetieren, in der Ecke sitzen, schmollen, uns über die Regierung aufregen. Wir sollen uns nicht zusammentun. Wir sollen nicht demonstrieren. Man möchte uns unsere gegebenen Rechte verbieten. Die Menschenwürde, ja, zum Beispiel. Aber ich bestehe auch auf meine körperliche Unversehrtheit und dass ihr eure dummen Gesetze wieder zurücknimmt. Na gut, ihre sind es ja nicht. Also die Regierung soll diesen Mist abräumen. Ich kann mich da nur wiederholen. Alle meine Videos zu diesem Thema enthalten nichts, was ich heute nicht mehr vertrete. Und deswegen bin ich auch am 1.8. zum Spazierengehen in Berlin. Ja. Davon wird mich überhaupt niemand abhalten. Ja? Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Jetzt ist Action angesagt. Wirklich. Ansonsten werden wir sozial distanziert. Und dann können Sie sich ausmalen an 3 Fingern.